Einkaufen. Supermarkt. Gemüseladen. Kaufhaus. Bäckerei. Markt. Apotheke. Buchhandlung. Geschäft für Elektrogerät. Post. Schreibwarengeschäft. Ich gehe oft in den Supermarkt, aber ich gehe nicht so oft in einen Gemüseladen. Wie oft gehst du in ein Kaufhaus? Nicht so oft, es ist weit weg. Aber ich kaufe oft etwas im Internet. Und ich gehe jeden Morgen in die Bäckerei. Kaufst du manchmal etwas auf den Markt ein? Ein Bild beschreiben. Auf dem Bild sind zwei Personen, zwei Frauen. Ich glaube, sie sind in einem Supermarkt an der Kasse. Die Frau links ist eine Kasserin und die Frau rechts auf dem Bild hat etwas gekauft. Sie ist eine Kundin und sie möchte bezahlen. Sie lächelt und gibt der Kasserin eine Karte. Ich denke, sie zahlt mit der EC-Karte. Außerdem sieht man im Hintergrund noch Regale mit Sachen. Vielleicht sind das Lebensmittel. Ich denke, die Frau bezahlt mit der Karte und dann packt sie die Sachen ein. Die Kasserin sagt vielleicht, sie müssen hier unterschreiben oder sie müssen ihre PIN eingeben. Und dann gibt sie der Kundin die Quittung. Danach kommt dann die nächste Kundin an die Kasse. Man kann bar bezahlen und oft auch mit EC-Karte. Ich glaube, manchmal kann man auch mit Kreditkarte bezahlen. Aber ich bezahle eigentlich immer bar, weil ich oft auf dem Markt einkaufe. Da kann man nur bar bezahlen. Ich bezahle im Supermarkt manchmal auch mit EC-Karte, weil ich das sehr praktisch und sicher finde. Und ich bezahle beim Einkaufen immer bar, weil man sonst den Überblick verliert. Wenn ich bar zahle, weiß ich immer, wie viel Geld ich noch habe. Ich glaube, die Frau wollte mit EC-Karte bezahlen, aber es hat nicht geklappt. Ja, genau, die Kasserin sagt, Karte nicht akzeptiert. Vielleicht ist die Karte kaputt oder abgelaufen. Wann möchtest du die Kaffeemaschine kaufen? Welche Farbe soll die neue Kaffeemaschine haben? Weißt du schon, welche Marke du kaufen willst? Wie viel Geld willst du dafür ausgeben? Wo willst du die Kaffeemaschine kaufen? Ich will mir ein neues Auto kaufen. Kannst du mir helfen? Klar, wie viel willst du dann ausgeben? Nicht so viel, vielleicht 2000 Euro. Hast du eine Idee, wo ich ein günstiges Auto kaufen kann? Ja, mein Nachbar ist Autohändler. Ich kann ihn mal fragen, welche Farbe soll das Auto denn haben? Das ist egal, auch die Marke. Hauptsache, es ist alles in Ordnung. Wann kannst du deinen Nachbarn denn fragen? Heute Abend. Ich rufe dich danach an, okay? Super, danke. Warum kaufst du nur abends im Supermarkt ein? Weil ich tagsüber in den Deutschkurs gehe. Warum kaufst du jeden Tag Schokolade? Weil ich Schokolade so gerne mag. Warum kaufst du oft auf dem Markt ein? Weil die Sachen frisch sind und ich mit den Verkäufern sprechen kann.
Was sollen wir denn für die anderen kaufen? Vielleicht Blumen? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, alle mögen Blumen. Vielleicht kaufen wir verschiedene Sachen. Zum Beispiel für ein paar Leute im Kurs Blumen und für andere Schokolade oder Stifte. Ja, das ist eine gute Idee. Ich mache eine Liste und schreibe auf, welche Teilnehmer was bekommen. Gut, wo könnten wir denn einkaufen gehen? Wir können die Blumen auf dem Markt und die Schokolade im Supermarkt kaufen. Stimmt. Sollen wir heute Nachmittag die Schokolade kaufen? Vielleicht gibt es im Supermarkt auch Stifte. Ja, lass uns heute Nachmittag mal hingehen. Und wann kaufen wir die Blumen? Ich gehe morgen früh sowieso auf den Markt. Dann kann ich welche kaufen. Super! Dann gebe ich dir nachher schon mal Geld. Wir sollten die Sachen vielleicht noch ein bisschen einpacken, oder? Ja, stimmt. Aber sowas kann ich gar nicht. Mein Bruder kann sowas total gut. Ich frage ihn, ob er uns helfen kann, ja? Er hat auch immer Geschenkpapier. Ja, toll. So machen wir das. In der Grafik sind Informationen dazu, wie lange Männer und Frauen einkaufen. Oben steht das Thema, darunter sieht man, welche Farbe für Frauen und welche Farbe für Männer steht. Diese Farben haben dann auch die Balken in der Grafik. Die Angaben sind Prozentzahlen, das heißt, von allen Frauen und Männern, die gefragt wurden, haben x Prozent diese Antwort gegeben. Die Grafik gibt Informationen über das Thema Einkaufen. Die Grafik gibt Informationen darüber, dass Männer und Frauen unterschiedlich einkaufen. Mehr Frauen als Männer benutzen zum Beispiel einen Einkaufszettel. Über 50% der Frauen kaufen spontan ein. Nur ca. 10% der Männer kaufen länger als eine Stunde ein, aber fast 20% der Frauen. Nur ca. 10% der Frauen kaufen kürzer als 15 Minuten ein. Mehr Männer als Frauen kaufen kürzer als 15 Minuten ein. In der Grafik findet man Informationen zum Thema Einkaufen. Es geht darum, wie Männer einkaufen und wie Frauen einkaufen. Man erfährt zum Beispiel, dass nur wenige Frauen maximal 15 Minuten einkaufen. Es sind weniger als 10% der Frauen, die das machen. Aber mehr als 20% der Männer kaufen maximal 15 Minuten ein. Fast 20% der Frauen gehen über eine Stunde einkaufen, aber nur 10% der Männer. Also, ich glaube, das heißt, dass Frauen länger einkaufen als Männer. Außerdem bekommt man noch andere Informationen. Einen Einkaufszettel haben mehr als 50% der Frauen. Das ist mehr als die Hälfte. Aber nur 30% der Männer haben einen Einkaufszettel. Ganz unten ist noch eine Information. Kaufen Frauen und Männer etwas spontan? Mehr als 50% der Frauen kaufen spontan. Bei den Männern sind es nur knapp 40%. Es gibt also zwischen Männern und Frauen Unterschied beim Einkaufen. Ein Bild beschreiben. Auf dem Bild links sieht man eine Frau, einen Jungen und ein Mädchen. Vielleicht ist das eine Mutter mit ihren Kindern. Sie sind im Supermarkt und haben einen kleinen Einkaufswagen. Der Einkaufswagen ist schon sehr voll, aber die Frau möchte noch etwas in den Einkaufswagen legen. Das sieht alles
aus wie Süßigkeiten. Alle drei sind fröhlich und lächeln. Auf dem Bild rechts ist eine Mutter mit ihrer Tochter. Ich glaube, sie sind auf einem Markt. Im Vordergrund sieht man Obst und beide wollen ein Stück Obst nehmen. Vielleicht wollen sie sehen, ob das Obst gut ist. Auf den beiden Bildern kaufen die Personen ein. Aber auf dem linken Bild sind sie in einem Supermarkt und rechts auf einem Markt. Außerdem sieht man in Einkaufswagen auf dem linken Bild kein Obst. Aber auf dem rechten Bild wollen die Frau und das Mädchen Obst kaufen. Ich denke, das Thema ist Einkaufen. Vielleicht ist das Thema ungesundes und gesundes Essen einkaufen. Ich glaube, das Thema ist Einkaufen mit Kindern. Vielleicht geht es darum, was man einkauft oder wohin man geht, wenn man mit Kindern einkaufen geht. Ich denke, Frauen brauchen nicht so lange, um eine Hose zu kaufen. Ich glaube auch nicht, dass Frauen immer so viel Geld ausgeben, wenn sie eine Hose kaufen wollen. Also, meiner Meinung nach stimmt die Grafik schon. Vielleicht brauchen Frauen beim Einkaufen nicht immer so lange und sie geben auch nicht immer so viel Geld aus. Aber ich denke, den meisten Frauen macht Einkaufen Spaß und den meisten Männern nicht. Deshalb machen Männer das immer schnell. Meiner Ansicht nach will die Grafik lustig sein. Das ist so das, was man immer über Frauen und Männer denkt. Aber ich kenne auch Männer, die sehr lange brauchen, wenn sie eine Hose kaufen wollen. Aber meine Nachbarin würde zum Beispiel auch direkt zu den Hosen gehen, wenn sie eine Hose kaufen will. Sie geht nämlich nicht so gern einkaufen. Ich glaube auch, dass die Grafik witzig ist, aber dass das nicht wirklich so ist. Meiner Meinung nach kann man auch nicht allgemein sagen, wie viel Geld Männer oder Frauen beim Einkaufen ausgeben. Das sind Klischees.